Zehn Dinge, die man nicht beim Bewerbungsgespräch machen sollte. Was ich so Gutes über den Betrieb hier gehört habe, als ich mich erkundet habe, gar nichts. Die haben irgendwie alle gesagt, es ist voll der Kackbetrieb. Aber ich brauche Geld. Ich brauche einfach Geld. Deswegen habe ich mich trotzdem beworben. Bin ich ganz ehrlich. Ja, aha, interessant. Okay, ja. Na, ich bringe die Sachen wieder zurück. Müssen mich halt anstellen, dann kommen die Sachen auch wieder zurück. Welche Qualifikation ich als Gipsstuckateur habe? Ich bin eigentlich Schreiner. Ich habe gar keine. Ich wollte aber gucken, ob das jemandem auffällt. Kann ich trotzdem den Job bekommen, vielleicht? Ist 16 Uhr jetzt gerade, ne? Hab vorher mit Ihnen, mit ein paar Mitarbeitern von Ihnen gesprochen. 16 Uhr ist Feierabend. Und Sie sitzen jetzt hier immer noch mit mir und wollen ein Bewerbungsgespräch führen? So läuft es hier bei Ihnen? Es ist Feierabend. Morgen können Sie wieder mit mir ein Bewerbungsgespräch führen. Aber nicht jetzt, weil jetzt ist Feierabend. Ciao. Tschüss. Ciao, Kakao. Ja, Chef. Ich wollte mich krank melden, mir geht's gar nicht gut. Man kann sich doch gar nicht krank melden, wenn man den Job noch gar nicht hat. Mist, ich wusste es. Ob ich schon Fragen habe, die den Betrieb betreffen? Wie ist es mit dem Urlaub? Sprechen manche Chefs nicht so gerne rüber, aber ich spreche da gerne rüber über Urlaub. Gibt es da viel bei Ihnen oder eher nicht so viel? Ja. Nee, die Firmengeschichte interessiert mich nicht wirklich eigentlich. Ne? Sie wollen meine Qualitäten als Gipser und Stuckateur? Ich kann tanzen. Warum ich gekündigt wurde bei meinem letzten Job? Ich wurde gar nicht gekündigt, weil ich war arbeitslos davor. Ich habe noch nie gearbeitet, noch nie in meinem ganzen Leben und will es eigentlich auch nicht. Aber muss manchmal beim Bürgergeld was unterschreiben lassen. Könnten Sie es unterschreiben vielleicht? Ich schicke die Karten auf den Tisch. Wie viel verdiene ich? Sag's. Ich will Geld, viel Geld. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wir haben noch eine kleine Story und zwar eben noch eine Baustelle abgeräumt. Natürlich hier Brennstuhl haben wir immer als Strahler dabei. Wir haben wir schon verschiedenen Ausführungen. Und dann kam die Bauherrin, hat dann so gesagt, so länger die angeschaut. Ich so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Weil wir sie nicht geputzt haben. Ihr wisst, bei uns die Brennstuhl werden richtig getestet. Sieht man auch. Aber funktionieren trotzdem einwandfrei. Hatte gesagt, oh, Brennstuhl habe ich mir auch irgendwie im letzten was bei ich weiß, Amazon irgendwo geholt gehabt, auch Strahler, weil sie wohl was zu Hause auch alleine gemacht hatten. Haben gesagt, der war richtig, richtig gut, weil sofort eine so komische. Und habe ich gesagt, ja, die kann ich auf jeden Fall, brauche ich ja gar nicht mehr weiter zu empfehlen, wenn sie schon selber die Erkenntnis hatten. Deswegen, kleine Story wollte ich einfach jetzt hier mit euch, mit Brennstuhl teilen. Falls ihr sowieso, ich denke, die meisten werden sowieso schon was haben von Brennstuhl, weil ihr gute Handwerker seid, schon was haben. Wenn nicht, schaut unbedingt bei Brennstuhl vorbei, gönnt euch da was und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.